Hallo liebe Freunde der nassen Schnüre und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich bin heute das erste Mal am Wasser, 2022 am Bach hier und versuche ein paar Fische auf die Schuppen zu legen. Ich habe diesmal hier eine kleine leichte Spinnrute dabei, ein paar Spoons habe ich in der Tasche, habe aber auch ein paar Tauwürmer dabei, die ich natürlich immer gerne dabei habe, besonders wenn es wie die letzten Tage wieder so geregnet hat, dass der Bach ein bisschen Stand zugenommen hat und richtig schön trüb ist und da die Fische natürlich auch mal so einen schönen Wurm haben. Maden habe ich diesmal auch dabei. Das heißt, viele Variationen könnte ich fischen. Ich werde es erstmal mit Kunstködern probieren. Ich habe hier ein neues Stück vom Bach, da habe ich selber noch nicht geangelt. Habe es mir auf Google Maps angeschaut und es sah sehr vielversprechend aus. Richtig schöne Kurven macht der Bach da und Kurven mag ich besonders gerne, denn da gibt es Stellen, wo der Bach tiefer ausgespült ist und es eine schöne Rinne gibt. Und dort verstecken sich natürlich auch unsere Freunde, die Fische. Deshalb, ich werde jetzt loslegen. Freue mich, wenn ihr mich begleitet. Bis dann. Ich habe jetzt hier als erstes so einen schwarz-weißen Spoon aus dem Big Fish Media Spoon Set. Die haben mir ja schon öfter hier gute Fische am Bach gebracht. Teils in Kombi mit einem Wurm, aber auch so solo. Den kurbel ich jetzt erstmal langsam gegen die Strömung. Dann läuft er ziemlich flach durch den Strömungsdruck. Da kann ich wirklich ganz langsam nur einkurbeln. Und wenn ich ihn gegen die Strömung einwerfe und mit der Strömung einkurbel, dann läuft er natürlich etwas tiefer und ich muss ein bisschen schneller kurbeln. Beides hat schon Fische gebracht. Erstmal jetzt hier mit der Strömung werfen, ganz langsam einkurbeln. Ah, er spielt wirklich schön. Ich sehe dieses weiße Blinken da von dem Spoon, sieht wirklich gut aus. Aber ein Fisch hat es nicht gebracht. Werfen wir mal hier hoch. Ja, einen Fisch in den ersten drei Würfen gab es jetzt nicht, aber das ist Angeln, Leute. Bin mir sicher, wir werden heute noch einen Fisch sehen. Da gebe ich alles. Ich habe immer noch den gleichen Köder drauf, obwohl ich jetzt hier schon einen halben Kilometer entlang gelaufen bin und geworfen habe. Fisch gab es leider noch keinen, aber ich konnte diesen Köder immer wieder retten, trotz der ganzen Bäume hier. Darum ist es wichtig zu sagen, ich habe das Vorfach jetzt ein bisschen stärker gewählt, als ich sonst gewählt hätte hier fürs Döbelangeln mit so einem Spoon. Da wird eigentlich auch ein 18er Vorfach reichen, 0,18er. Ich habe jetzt hier 0,25er drauf. Das heißt, dass halt dort, wo mir der Köder in die Bäume fliegt oder so, ich ein bisschen mehr Kraft aufwenden kann, um diesen auch rauszubekommen oder auch manche Zweige ein Stück zu mir biegen kann. Deswegen ist der Köder noch drauf. Ich habe schon 3-4 Mal in diesen Bäumen hier gehangen. Die hängen ziemlich nah über dem Wasser und das passiert natürlich. Also wer seine Köder liebt und nicht dauernd neue kaufen möchte oder die hier die Bäume damit dekorieren möchte, der verwendet ein etwas stärkeres Vorfach, eine etwas stärkere Hauptschnur. Spielt keine Rolle. Den Fischen wird das egal sein. Besonders an Stellen, wo wie hier die Zweige ziemlich weit übers Wasser ragen, da lohnt es sich mal so einen schwimmenden Wobbler drauf zu machen. Den kann ich nämlich schön mit der Strömung treiben lassen bis unter die Zweige, ein ganzes Stück den Bach hinunter, dann die Schnur straffen und dann kann ich ihn ganz langsam gegen die Strömung kurbeln und quasi die Standplätze der Fische unter diesen ganzen Zweigen und unter den überhängenden Büschen perfekt ausfischen. Das geht nur mit so einem Schwimmwobbler, den kann ich schön da drunter treiben lassen und dann halt langsam da rausziehen, lockt die Fische oft und verleitet sie zum Anbiss. Hier gab es leider noch nichts, die Stellen sehen super aus, aber die letzten Tage hat es halt stark geregnet, der Bach ist ein bisschen angestiegen vom Wasserstand her und ist auch ein bisschen trüb das Wasser. Ich habe jetzt mal hier so einen Barschdekor genommen, der ist nagelneu gewesen und der läuft auch super, also eigentlich müsste das Fisch bringen. Bisher bin ich aber leider noch Schneider. Da vorne ist eine tolle Brücke, vielleicht lasse ich da meinen Schwimmwobbler mal drunter treiben und ziehe ihn dann da raus. Das ist auch immer eine gute Taktik, um Fische, die unter so einer Brücke stehen, zu fangen. Tja, wenn alles nichts hilft, müssen wir die Stelle nochmal wechseln, so toll wie diese Stelle hier aussieht. Fische gesehen habe ich auch noch nicht. Haben wir noch andere Stellen, die auf jeden Fall dann mal einen Fisch bringen auf so einen tollen Kunstköder hier.
Ja, Leute, es gab nichts hier, obwohl die Stelle so geil aussah auf Google Maps. Aber man sollte halt immer vor Ort fahren und sich davon überzeugen, ob es dort Fische gibt oder wie dort Fische anzutreffen sind. Vielleicht mal abends hier oder so mit einem dicken Wurm oder sowas. Vielleicht kommen die nachts raus, die Fische. Aber hier, ich habe keinen Fisch gesehen, keinen Fisch gefangen, also geht's weiter. Spannende bei diesen Brücken, man weiß nie, was darunter lauert. Wenn man so einen Schwimmwobbler durchtreiben lässt oder einfach mal mit einem Wurm drunter werfen, geht auch natürlich. Dann kann alles beißen. Ich habe hier schon große Döbel, Rapfen, richtig schöne fette Barben gefangen. Natürlich nicht auf Wobbler, die hatte ich auf Wurm. Aber hier geht alles. Nö, heute ist wie tot. Tja. Werfe ich nochmal da in die Richtung, da kann ich auch schön werfen hier und mit der Strömung einkurbeln. Fisch! Fisch! Jawohl, der erste Wurf hier an der Stelle und da hängt ein schöner kleiner Fisch dran. Super, auf den Wobbler. Kescher? Die Kamerafrau muss helfen. Super. Danke dir. Der erste Fisch des Jahres 2022, kleiner Döbel, hat sich hier schön den Wobbler geschnappt. Schön. Mach ich mal los. Schönes kleines Döbelchen hier. Macht doch Laune. So, der kleine Schwimmwobbler hier, der hat es gebracht. Ich habe ihn Strom aufgeworfen und dann mit der Strömung zu mir rangekurbelt. Kann ich schön schnell kurbeln und dann kam natürlich auch der Einschlag ziemlich rabiat in die Rute. Schöner kleiner Döbel. Mal gucken, ob hier noch ein größerer beißt. Wäre natürlich super. Aber ich bin entschneidert. Ich habe hier mit dem Wobbler mit Kunstködern Fisch überlistet. Bei den Kunstködern ist es natürlich schwieriger, den Fisch zum Anbiss zu überzeugen, weil künstlicher Köder, natürlicher Köder, bei so einem Wurm oder sowas, das kennen die Fische und bei Maden oder sowas, das bewegt sich und da beißen die Fische zu, behalten es im Maul. Die Kunstköder sind etwas schwieriger, weil da muss man natürlich als Angler diesen so führen, dass er den Fischen vorgaukelt, Hilfe, ich bin ein verletztes Fischlein oder sowas und dann packen die Fische zu. Das hat hier funktioniert, ich hätte gerne noch einen größeren und probiere es jetzt direkt weiter. Ja Leute, nach dem ersten Fisch auf diesen kleinen Schwimmwobbler, hier habe ich richtig Bock bekommen, noch einen zu fangen. Bin jetzt hier an eine altbekannte Stelle, wo auch sehr viel Zweige und Gebüsch über dem Wasser hängt und versuche halt da den Wobbler drunter treiben zu lassen und schön gegen die Strömung ranzukurbeln und zu gucken, ob ich da einen von den größeren Döbeln ans Band locken kann. Ob mir das gelingt, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich bin schon ganz gespannt, heiß wie Frittenfett und möchte jetzt einfach nur einen Fisch fangen. Ich lasse den jetzt hier ein ganzes Stück treiben. Da hinten sind schöne tiefere Stellen. Wenn er da vorbeitreibt, dann straffe ich die Schnur. Mal gucken, ob einer von den Fischen dort Lust hat. Ah, der spielt schön, merke ich richtig in der Spitze. Da ist schon einer drauf. Oh, das ist ein schöner. Oh, hat geklappt. Oh, schöner Fisch. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Meine Güte, richtig Power hier gegen die Strömung. Das hat geklappt, Leute. Oh, ich den Kescher wieder. Jawohl. Schön. Und Leute, ich glaube, das ist was ich hier noch nicht hatte. Ich glaube es ja gar nicht. Ich hoffe, den kriegen wir raus. Leute, Leute. Haha, geil. Guckt euch das an, Leute. Ah, scheiße. Nein. Ja, Leute, das ist Angeln. Bei der Landung ist der Wobbler hier außen hängen geblieben. Ihr habt gesehen, was das Tier für einen Rabatz gemacht hat. Die Rute war krumm bis fast ins Handteil. Und was soll ich sagen, es war ein Barsch gewesen und zwar ein richtig schöner. Also ich schätze ihn auf fast 40 cm. Ich glaube es kaum, ich war ja so überrascht. Ja, und dann bleibt der Wobbler hier außen am Netz hängen mit einem Drilling, der frei war. Und ja, der Barsch hat sich gedreht und war dann natürlich weg gewesen. So kann es gehen, das ist Angeln. Erster schöner Fisch des Jahres, den ich verloren habe, den ich sogar gesehen habe. Ich habe ihn sogar schon fast im Kescher gesehen, aber tja,
Mund abputzen, weitermachen, würde ich sagen. Das passiert. Scheiße. So Leute, jetzt habe ich meinen schönen kleinen Wobbler noch im Baum versenkt. Also der hängt jetzt im Baum und ich habe ihn nicht rausbekommen. Ich muss vielleicht mit der Warthose nochmal hin, um den dann zurückzuholen. Denn der hätte mir fast diesen schönen Barsch eben gebracht. Ich war wirklich baff gewesen. Was hängt da am Haken? Und dann diese blöde Situation, Wobbler von außen im Netz, also Wobbler im Netz, Fisch außen am Netz. Und dann versuchen, naja, und dann war er natürlich weg gewesen, hat er sich befreit und ist in die Freiheit geschwommen. Das wäre es gewesen. Einen kleinen Döbel gab es. Wie immer, also im letzten Jahr, das Jahr hat so aufgehört, das letzte Jahr mit einem kleinen Döbel, hat mit einem kleinen Döbel angefangen, fast noch diesen tollen Barsch, aber das ist Angeln und genau darum geht man doch ans Wasser. Diesen Barsch werde ich mir hier irgendwann holen an der Stelle, da bin ich mir sicher, denn tja, das ist es eben, was das Angeln ausmacht. Ich war draußen, ich habe Spaß gehabt, wünsche euch auch das Gleiche, geht ans Wasser, habt Spaß, vertragt euch, seid nett zueinander und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, euer Christian. Mit dem Kescher von der gegenüberliegenden Seite aus dem Baum geholt. Da habe ich mir das, was mir eben beim Barsch passiert ist, doch zunutze gemacht und ja, den Wobbler zurückgeholt. Wobbler sind nicht billig, Leute, und die Bäume dekorieren macht auch keinen Spaß. Deswegen, hier ist er ja. Jetzt muss ich ihn noch aus dem Netz befreien und dann kann es weitergehen. Aber heute nicht mehr. Die Sonne geht gleich schon wieder unter und ich muss nach Hause. Ah, den Barsch werde ich mir holen, Leute. Bis zum nächsten Mal.